Wir kommen zu unserer ersten Stretch-Einheit. Also tut mit Sicherheit gut, weil wenn ihr es intensiv gemacht habt bisher, könnte ein ganz kleiner Muskelkater da sein. Ein Muskelkater ist übrigens ein Anhäufen von etwas Laktat und manchmal sagt der Muskel schon, boah, ich muss mich regenerieren. Und zum Regenerieren hilft nicht nur basenbildend viel trinken, Zucker verzichten, sondern auch dehnen. Ihr setzt euch bitte genau, wie wir jetzt schon sitzen, in einen sogenannten 90-Grad-90-Grad-Sitz hin und hört ganz wichtig auch wieder auf euren Körper. Nichts darf wehtun. Ist zum Beispiel jetzt bei eurem linken hinteren Knie innen irgendetwas, das sich unangenehm meldet, weil ein Innenmeniskus, Innenband mal verletzt war, dann stellt ihr das Bein auf. Auch ansonsten machen wir genau das wie bisher auch. Stefan ist Einsteiger. Bei Martin und mir wird es jetzt einfach so sein wie im richtigen Leben. Mal ist der eine flexibler, mal der andere. Und dementsprechend versuchen wir hier uns zu optimieren. So, dieser 90-90-Sitz ist für die Hüfte mit das Beste, was es gibt. Und wir bringen Hüfte, Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule gleich mal mit ins Spiel. Hier gilt jetzt auch nicht Minute um Minute, sondern wir versuchen uns dabei zu entspannen. Der Muskeltonus, sprich die Spannung im Muskel, fährt durch langsames, ruhiges Atmen herunter. Wir werden trotzdem in Dehnungen hinein vibrieren oder schieben, weil es die Faszien einfach gerne mögen und manchmal aber auch in einer Dehnung einfach verharren, so wie wir es gerade eben im 90-90-90-Grad-Sitz tun. Legt mal eure linke Hand auf euer vorderes rechtes Knie, umfasst das, stützt euch hier rechts ab und geht in eine Drehung rein, soweit es euer Rücken zulässt. Spannt eure hintere linke Pobacke an und ihr dürftet die Dehnung in der Hüfte, im vorderen Oberschenkel und die Mobilisation in der Brustwirbelsäule merken. Senkt jetzt den Oberkörper hier erstmal vorsichtig ab und schiebt euch trotzdem langsam beide Knie am Boden mit dem Oberkörper nach vorne unten. Könnt jetzt auch mal beide Hände auf den Boden nehmen und vorsichtig den Oberkörper immer tiefer schieben, im Idealfall mit der linken Schulter zum rechten Knie. Geht nach oben, stützt euch ab und schiebt euren linken Arm Richtung Himmel, wachst nach oben, spannt hinten die linke Pobacke wieder an, genießt die Länge in der Leiste und wer kann und mag, lässt sich regelrecht nach hinten fallen in eine Art Hohlkreuz und öffnet die vordere Muskelkette. Schiebt euer Kinn nach oben, selbst vorne die Faszien des Sternocleidum mastoideus. Ich zeige euch gleich, wo der liegt und sitzt. Kriegt Länge. Wir gehen tief und in den lockeren Schneidersitz. Bleibt kurz im Schneidersitz. Völlig wurscht, welches Bein vorne ist. Zwei Muskelstränge, die sich bei jedem verkürzen, außer ihr schaut nie auf euer Handy, ihr schaut nie in einem Bildschirm und ihr sitzt prinzipiell nicht. Alle anderen haben hier eine dezente Verkürzung und ihr greift mal bitte mit euren Händen hier in diese Muskelstränge rein und zieht die auch gerne so ein bisschen raus. Und ihr seid ja jetzt zu Hause unter euch, hoffentlich ohne großes Publikum. Ihr schaut zur Decke und euer Kinn schiebt sich in Richtung Himmel. Ihr hängt den Unterkiefer aus und euer Kinn wächst nach oben. Und lasst locker. Das meinte ich mit vorderer Muskelkette. Wir brauchen selbst hier Länge und selbst diese Muskulatur darf jetzt im Stretching mitspielen. Greift, wenn wir hier schon so praktisch sitzen, von unten eure Knie, geht vorsichtig und langsam nach vorne und wir dürfen und sollten einen Buckel machen, einen Rundrücken. Entspannt die Schultern, hört mal ganz kurz in euch rein.
Wie fühlt es sich in den Hüften an? Merkt ihr schon die Gesäßmuskulatur? Der meist verspannte untere Rücken kriegt Länge. Manchmal kommt diese Muskulatur jetzt erstmal mit der Länge gar nicht zurecht. Wenn ihr sagt, es geht super gut, schnappt eure Knie, hebelt euch nach unten, bis vielleicht die Nase regelrecht am Boden ankommt. Entspannt den Kopf und rollt euch Wirbel für Wirbel wieder auf. Hinten im Rücken, seitlich, zwischen Rippen und Beckenkamm, haben wir zwei Troublemaker, zwei Muskeln, also es ist eigentlich derselbe Muskelname, aber wir haben ihn links und rechts. Dieser quadratische Muskel, Quadratus lumborum, ist bei fast allen Menschen verkürzt. Und wenn der verkürzt ist, fühlt sich's an wie unterer Rückenschmerz. Selbst Beinlängendifferenzen liegen fast immer nur daran, dass einer von diesen beiden viereckigen Kerlchen verspannt ist. Den werden wir jetzt dehnen. Wir starten linke Hand am Boden. Eure Sitzbeine, das sind die Po-Knochen, bleiben auf der Matte. Ich erkläre euch warum. Wir wachsen mit dem rechten Arm zur Decke und ich sage jetzt, geht langsam weiter rüber. Und wenn jetzt euer rechtes Sitzbein weggeht und ihr kippt hier zur Seite, werdet ihr nicht viel spüren. Wenn wir aber die Sitzbeine unten lassen und jetzt hier rüber wachsen und mit dem Unterarm in Richtung Boden wachsen, dann kriegt dieser Quadratus lumborum Länge. Genau dasselbe zur anderen Seite, kann sich völlig unterschiedlich anfühlen. Die Sitzbeine bleiben am Boden. Euer linker Arm wächst zum Himmel. Gerne so ein bisschen federn und ihr versucht, mit eurem rechten Unterarm in Richtung Boden zu gelangen. Und zurück. Hinterm Rücken die Hände greifen. Die Dehnung des Testes. In 4 Wochen wollen wir anders dastehen. Geht auch hier und hier können wir es wiederum verbinden. Der Oberkörper geht nach vorne und ihr versucht mit den Armen in Richtung Decke zu wachsen. Und zurück. Die Schultern kreisen nach hinten und wir nutzen gerne den Schneidersitz ein bisschen öffnen. Drückt die Hände auf eure Knie. Setzt euch ganz aufrecht hin. Wir steuern den aufsteigenden Trapezius an. Das heißt, wenn wir hier drücken, bleiben die Schultern unten. Es ist unmöglich. Wenn ihr hier fest drückt, ist es jetzt nicht möglich, dass ihr eure Schultern zu den Ohren zieht. Sonst macht ihr was falsch. Diese Aktion behalten wir bei und gehen mit unserem linken Ohr in Richtung linker Schulter. Stellt euch vor, auf eurem rechten Ohr ist eine Lampe. Und die leuchtet in Richtung Decke. Behaltet den Druck bei. Geht zurück zur Mitte. Kurze Entspannung. Wir dürfen lümmeln. Entspannt den Oberkörper nach vorne. Gerne mit den Armen vielleicht sogar mal vor die Beine. Lasst die Schulterblätter nach außen fallen. Genießt diese Mobilisation in der Hüfte. Und geht jedoch wirklich nur so weit nach vorne, wie sich's für euch gut anfühlt. Wir setzen uns nochmal aufrecht hin, geben wieder Druck auf die Beine, hier innen auf die Kniegelenke, Kinn zurück. Die Lampe geht aufs linke Ohr und leuchtet Richtung Decke. Feste auf die Oberschenkel, auf die Knie drücken. Und zurück zur Mitte. Stellt mal die Füße auf, haltet euch vorne an den Schienbeinen fest. Wir dehnen die hintere Schulter und nochmal die Wirbelsäulenmuskulatur. In dem Fall die oberflächliche Erector Spinae, die Muskeln, die wir willkürlich beeinflussen können. Kinn zum Brustbein, hängt nach hinten, genießt die Länge in der hinteren Schulter. Und
und kommt wieder in eine aufrechte Position zurück. Schulter kreist nach hinten. So, als nächstes dehnen wir die Adduktoren. Da werde in dem Fall vermutlich ich die dehnfähigste sein. Aber nur damit ihr wisst, wo man hingelangen kann, selbst nach Unfällen und diversen Herausforderungen, da zahlt sich tatsächlich Fleißigkeit aus. Ihr geht in einen breiten, in einen gegrätschten Sitz. Ihr stützt die Hände vorne auf. Bei Stefan gut zu sehen, die Knie gerne so ein ganz klein wenig gebeugt lassen, die Hände nach vorne bringen und hier einfach nur vorsichtig vor- und rückschieben. Dieses Schieben ist für die Oberschenkelinnenseite von großem Vorteil. Wir haben zwei Muskeln, die gehen übers Kniegelenk, deswegen ist die Streckung im Kniegelenk jetzt auch wichtig, wobei wir hier mit gebeugtem Knie trotzdem in die Dehnung kommen. Überfordert euch nicht. Was wir dann machen können, ist mit gerader Wirbelsäule wirklich versuchen, hier sanft zu schieben und eventuell tatsächlich sagen, ich kann nach außen und den Oberkörper ablegen. Um da reinzukommen, immer wieder die Dehnung nicht ruhig halten, sondern hier federnd die Faszien der Adduktoren nutzen und dann langsam nach oben kommen. So, ich habe es nicht vergessen, wir gehen auf die andere Seite des 90-90-Sitzes. Das heißt, bei euch ist jetzt linkes Bein vorne, rechtes Bein hinten und auch erst wieder in den Körper hineinhören. Eventuell bei euch ist jetzt rechts hinten, habt ihr rechts ein Innenband, ein Innenmeniskusthema und es fühlt sich nicht gut an. Oder ihr habt eine sogenannte Hüftdysplasie, das heißt rechts bei euch die Hüfte, die in der Kapsel so ein bisschen verengt ist und ihr fühlt euch nicht wohl. Dann bleibt ihr hier und macht nichts anderes als das Becken vor- und zurückschieben. Und jetzt trotzdem langsam auch hier wieder. Rechte Hand geht zum linken Knie. Ihr geht in die Rotation rein. Und dann vorsichtig, peu à peu, mit dem Oberkörper in Richtung Knie nach unten. Im Idealfall geht die rechte Schulter zum linken Knie. Gehen langsam zurück. Da sehen wir bei Martin wieder den geübten, täglich praktizierenden Yogi. Die sind gerade in den Rotationen besonders beweglich. So, wir gehen in den Vierfüßlerstand. Hände unter den Schultern, Knie unter den Hüften. Machen kurz einen richtig super runden Rücken. Das ist immer gut, um in eine Beweglichkeit der Wirbelsäule hineinzukommen. Wenn wir ins Hohlkreuz gehen, also klassisch Katze-Kuh, versuchen wir den Boden ein bisschen zu uns herzuziehen. Dadurch kriegen wir Power auf die Lordose und gehen zurück in die Gerade. So, als nächstes bei euch die linke Seite. Euer linkes Bein geht nach außen, euer rechtes Knie, das angewinkelte, geht gerne so ein bisschen weiter nach rechts. Stellt hinten die Zehen gerne auf und ihr geht mit dem Po so ein bisschen zurück und dann auch gerne nach vorne. Lasst euer Becken fallen. Wir tauchen intensiv in die Hüftbeweglichkeit ein, so weit wie es geht nach hinten. Und dann auch wieder nach vorne, Becken langsam fallen lassen, sich nicht überfordern. Drittes und letztes Mal. Und noch einmal nach vorne. Jedes Mal geht es definitiv ein bisschen besser. So, wir gehen zurück zur Mitte. In der Mitte nochmal ganz kurz Katze-Kuh, sich sortieren. Ellbogen nicht ganz gestreckt, super runder Rücken, Kinn, Brustbein. Spannt mal den Po an, dadurch richtet sich das Becken auf. Wir werden noch runder in der unteren Wirbelsäule, im Lendenwirbelsäulenbereich. Und dann gehen wir wieder in Hohlkreuz und auch hier wieder für die Faszien vorne. Schiebt das Kinn nach vorne. Zieht den Boden zu euch her. Und in die Gerade zurück. Blick nach unten. So,
Unser rechtes Bein geht nach außen, unser linkes Knie so ein bisschen weiter nach außen, Zehen bleiben aufgestellt. Nicht vergleichen mit der anderen Seite, vielleicht ist es hier schwieriger oder leichter. Geht zurück und nach vorne in ein Hohlkreuz. Auch hier drei Wiederholungen. Nochmal zurück, vielleicht schon ein bisschen tiefer und weiter. Und auch wenn wir nach vorne gehen, geht das Becken eventuell schon eher in diese Cobra-ähnliche Position. Dritte, letzte Runde. Vielleicht nochmal ein bisschen breiter das Bein, Po noch weiter nach hinten. Und nochmal tiefer Becken absenken. Sich abstützen in ein Hohlkreuz, trauen, reinfedern und zurück zur Mitte. Knie unter die Hüfte, letztes Mal quasi Katze-Kuh, super runder Rücken, bleibt jetzt oben und geht mit rundem Rücken zurück, mit dem Po in Richtung Fersen und selbst in den zähen Grundgelenken findet eine Beugung statt. Kommt mit rundem Rücken nach oben zurück und senkt die Wirbelsäule ab. Blick nach vorne, Hyperlordose, absolutes Hohlkreuz, Boden zu sich herziehen und neutral. So, vor lauter Schreiben, Tippen etc. sind die Handbeuger bei fast allen Menschen verkürzt. Die werden wir ganz sanft dehnen, indem wir hier in eine Rotation gehen und vorsichtig versuchen, die Handflächen abzulegen. In dieser Position Katze-Kuh. Hohlkreuz. Den Handgelenken vertrauen, die Dehnung genießen und rund. Und zurück zur neutralen Position. So, die nächste Übung heißt bei den Amerikanern Thread the Needle, so nach dem Motto, wir fädeln eine Nadel ein, eure linke Hand taucht hier unten durch. Ihr versucht die Schulter abzulegen. Ihr seht bei Stefan, er geht in die Rotation rein. Ihr seht bei Martin und mir, wir heben sogar den oberen Arm mit ab. Legen den linken Arm komplett am Boden ab. Gehen in eine Hyperlordose, in ein Hohlkreuz und zurück zur Mitte. Logischerweise auf der anderen Seite gleiches Spiel. Thread the needle rüber auf die linke Seite. Ablegen. Und ihr seht bei Martin wieder eine noch gehobenere Variante durch die Balance. Zurück zur Mitte und von hier aus ganz einfach Seitenlage, und zwar legen wir uns alle gleich hin. Kopf wäre bei euch quasi auf die rechte Seite, ihr liegt auf eurer rechten Seite. Starten erstmal Knie geschlossen, Kopf in jedem Fall abgelegt. Also jetzt nicht abgeknickt, das macht man immer gerne. Das mag eure Halswirbelsäule nicht und es bringt auch nichts. Ihr könnt bei einem richtig massiven Halswirbelsäulenthema gerne eine Nackenrolle, ein gerolltes Handtuch, ein weiches kleines Kissen, ein Balance-Pad nutzen, aber legt den Kopf in jedem Fall ab. Die Knie bleiben erstmal definitiv geschlossen, der obere Arm wird gestreckt. Ihr dreht euch auf, Kopf ist abgelegt, federt nach hinten. Jetzt nochmal überprüfen, beide Knie geschlossen. Wenn ihr sagt, kein Problem, könntet ihr euer oberes Bein sogar vor das untere ablegen. Ihr dreht euch maximal auf und euer Arm hinten beschreibt einen riesengroßen, möglichst tiefen, also am Boden entlang gezogenen halben Kreis. Ihr werdet sehen, je älter man wird, vermutlich sogar, je sportlicher man war, desto eher ist das Schultergelenk tatsächlich auch so ein ganz kleiner Troublemaker. Seitschläfer haben gern Schulterschmerzen.
Bodybuilder haben gern Schulterschmerzen, Schwimmer haben gern Schulterschmerzen. Und diese Übung hier vorbeugend gemacht, also präventiv, wäre das Allerbeste. Die Schulter tut noch gar nicht weh, trotzdem gerne 2-3 Mal die Woche diese Einheit. Kommt zurück zu uns nach vorne. Diese obere Hand jetzt greift nicht das vordere Bein, sondern den unteren Fuß, der sogenannte Brezel-Stretch. Ihr zieht die Ferse Richtung Gesäß, Kopf bleibt liegen und ihr dreht euch auf. Langsam lösen, nach vorne zurück, das vordere Bein jetzt gern so ein bisschen ausschütteln und zurück zur Mitte. In der Mitte, bevor wir die Seite wechseln, machen wir einen idealen Stretch, eine Dehnung für den unteren Rücken. Ihr öffnet die Beine so ein bisschen, ihr geht mit beiden Armen nach vorne, das kann Stefan und Martin und jeder für sich, geht zwischendurch um die Waden, hält praktisch hier die Beine und geht jetzt mit seinem Po nach hinten und zieht sich umschlungen am Sprunggelenk mit dem Oberkörper nach vorne. Bisschen wippen wäre gut, Kopf locker wäre gut, nachhebeln wäre noch besser. Rauswickeln und zur anderen Seite. Dann haben wir es auch schon fast. Auch hier wieder bedenken, Kopf gemütlich ablegen. Das heißt, irgendwo auflegen und nicht abknicken und aufstützen. Beide Knie geschlossen, der obere Arm dreht nach hinten auf, der Kopf liegt auf, ihr dreht so weit wie möglich zurück. Auch hier vorne der Brustmuskulatur, dem Pectoralis erstmal Zeit geben. Wer sagt, es kein Problem? Meine Hand ist hier hinten am Boden. Legt das obere Bein gerne wieder vors andere ab. Und dann beschreiben wir auch hier wieder so 180 Grad, einen großen, tiefen Halbkreis, so wie es die Schulter zulässt. Sich nicht überfordern, auch hier nicht auf die Zähne beißen, so nach dem Motto, muss doch irgendwie gehen. Das mögen die Muskeln gar nicht, die Hüllen haben Sensoren. Wenn die Muskeln uns nicht mehr vertrauen, spannen sie gegen und dann bewirken wir genau das Gegenteil. So, zurück zu uns nach vorne und wer es schafft, schnappt sich den unteren Fuß, zieht Ferse zum Gesäß, geht in diesen Brezel-Stretch, dreht zeitgleich auf. Langsam lösen, ablegen, oberes Bein kurz ausschütteln und dann stehen wir zusammen auf, gehen aber in eine letzte Dehnungsposition hinein. Ihr geht zurück zur Mitte, ihr geht jetzt mit den Füßen nach außen, achtet darauf, dass eure Knie wirklich gut abgepolstert liegen und sich diese, nennt sich Frog Position, schon nicht unangenehm ist. Also nur so weit runter sinken, wie ihr es spürt. So, hier machen wir jetzt Katze-Kuh. Runder Rücken, Hohlkreuz und im Hohlkreuz bleiben. Vorsichtig mit dem Becken nach hinten gehen. Wir benutzen jetzt die Hüftgelenkskapseln, die relativ oft schon total verklebt sind. Zeitgleich darf es auch in den Knien nicht wehtun, ist eine der besten Dehnungen überhaupt. Aber wir müssen uns praktisch diese Dehnungsposition verdienen. In den Sprunggelenken, in den Kniegelenken, in den Hüftgelenken und in den Wirbelgelenken. Bei unteren Rückenthemen ist praktisch dieser Frog Stretch mit das Beste, was man tun kann. Vor allen Dingen, wenn ihr das Gefühl habt, eine Massage hilft kurz und einen Tag später ist quasi die Erleichterung schon vorbei. Wir stellen uns zusammen hin, das heißt die Knie unter die Hüftgelenke und von hier aus jetzt erstmal die Zehen umgeknickt zurück. Versucht hier zu bleiben.
außer es tut richtig, richtig weh. Ansonsten erstmal sich wieder vertrauen, Körpergewicht von einer Seite auf die andere geben. Im Idealfall kommst du mit den Fersen eigentlich auf den Boden. Ja, im Idealfall kann man die Fersen ablegen, bin ich auch weit davon entfernt. Hände abstützen, langsam höher gehen, an den Beinen abstützen, gerne auch wirklich die Fortgeschrittenen, das wäre schade. Wir kommen langsam nach oben zurück, kreisen mit den Schultern nach hinten, gehen nach so viel Beugung ein letztes Mal in die Victory Pose, Po fest, Kinn zum Himmel, ihr wisst jetzt warum. Federt in ein Hohlkreuz, als ob ihr in eine Brücke zurück abtauchen wollen würdet. Über die Seite, die Arme absenken, die Schultern kreisen zurück. So, nach dieser Einheit ist, glaube ich, ich hoffe, tatsächlich klar, wie genial, wie viel größer, wie viel erleichterter man sich fühlt, wenn man ausreichend dehnt. Und auch das waren nur circa 25 Minuten. Die Dehnungseinheit kann man eigentlich immer auch mal an eine andere anhängen. Und an einem späteren, ganz verregneten, ungemütlichen Sonntag macht er die Dehnung und denkt an uns. Und wir sehen uns morgen für deutlich mehr Intensität als heute, zumindest im Ausdauerbereich.